Abu Huraira radiallahu an, dieser große Gefährte, einer der sieben großen Überlieferer des Hadith, als er krank wurde, kam Marwan ibn al-Hakam zu ihm rein, rahimahullah, der damalige Führer, kam zu ihm rein und sagte zu ihm, Shafaka Allahu ya Abu Huraira, möge Allah dich heilen, möge Allah dich gesund machen, oh Abu Huraira. Was sagte Abu Huraira radiallahu an? Er sagte, er erwiderte dieses Bittgebet von ihm und sagte, Allahumma inni uhibbu liqa'ak, fa ahibba liqa'i. O Allah, ich liebe die Begegnung mit dir, so liebe auch du die Begegnung mit mir. Marwan, heißt in der Überlieferung, ist nicht mal im Markt von Medina angekommen, da erreichte ihn die Nachricht, Abu Huraira ist zurückgekehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil Abu Huraira sich die Begegnung mit Allah gewünscht hat. Weil Abu Huraira Gutes getan hat. Weil Abu Huraira sich auf den Tod vorbereitet hat. Weil Abu Huraira sich auf die Begegnung mit Allah vorbereitet hat. Im Hadith von unserer Mutter Aisha radiallahu anha wa ardaha, von Ibn Hibban, aber auch bei Bukhari von Ubadah ibn Samit radiallahu an, sagte der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, Man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allahu liqa'a. Wa man kariha liqa'a Allah, kariha Allahu liqa'a. Derjenige, der die Begegnung mit Allah liebt, Allah liebt die Begegnung mit ihm. Und derjenige, der die Begegnung mit Allah verabscheut, Allah verabscheut die Begegnung mit ihm. Dementsprechend, Abu Huraira war von denen, die Gutes getan und ein gutes Leben hatten, im Gehorsam Allahs Azza wa Jal, unter der Flagge der Sunna des Propheten alaihi salam, und er hat sich die Begegnung mit Allah gewünscht und hat sie geliebt. Und Allah hat sich die Begegnung mit ihm gewünscht und geliebt. Und dementsprechend, Allah Azza wa Jal nahm sein Bittgebet an und er kehrte zurück, noch bevor Marwan den Markt von Medina erreichte. Subhanallah.